kommen wir gleich mal zu dem Design von dem F50. Ich habe schon von mehreren Seiten gehört, dass die Farbkombination nicht gut angekommen ist. Aber aus meiner Sicht muss ich sagen, mich spricht das Design vollkommen an. Und durch die Sonneneinstrahlung glänzt der Schriftzug hier richtig, ist ein guter Nebeneffekt, spricht mich absolut an. Nun zum Material. Bei diesem F50 wurde ein Hypertouch-Obermaterial aus Synthetikleder verarbeitet. Das macht den Schuh geschmeidiger als den F50 aus der Samba-Kollektion. Dadurch fühlt man sich natürlich wohler und der Tragekomfort ist deutlich höher. Der F50 ist aus zwei wichtigen Gründen ein Speedboot. Zum einen durch das geringe Gewicht von nur 160 Gramm und zum anderen durch die Speed Traction, damit ist die High-Speed-Stollenkonfiguration gemeint. Dadurch kann man schnell beschleunigen und den Gegner eventuell ein paar Meter abnehmen. Der Adidas F50 Adizero FG in der Messeversion wiegt, wie schon erwähnt, bei einer Größe von 43 nur 160 Gramm. Und wenn ihr ein richtiges Stäbchen schlagen wollt, schaut bei Teamshop Philipp vorbei. Da kostet der Schuh anstatt 240 Euro nur 168 Euro. Link zu Teamshop Philipp ist wie immer in der Videobeschreibung. Hier verlinke ich euch das Unboxing von diesem Schuh für den Test von Vapor 10. Über einen Daumen nach oben und ein Abo würden wir uns natürlich riesig freuen. Was wir noch sagen, ich bin raus, haut rein!